Funktioniert auch. Ich kann auch die B-Taste gedrückt halten und dann die Attacke drücken. Nachher. Also ich kann jetzt das hier schon machen, die B-Taste gedrückt halten und dann den Zusatzknopf drücken für diesen Angriff. Und H ist dann garantiert auf dem Angriff auf D zusammen mit der anderen Taste. Ja, man kann es auch mit Tastatur spielen, aber ich finde sowas spielen, besser mit Gamepad. So, jetzt kriegst du voll eine rein, ey. Ich bin gerade very hard. Ich könnte dumm sein, wenn ich jetzt hier so auf einmal, ne? Wow. Seriously. Ich spam einfach nur den Angriffsknopf und pone. Ich will ein Achievement, ich hab die Teile. Das Teil war das Wunder. Ich muss auch nur den Angriffsknopf spammen, dann ist das Teil schon ein bisschen arg brutal. Dann funktioniert das Ganze auch. Ich würde dann doch lieber schon wieder Roselle. So allgemein gesehen. Das wäre schon cooler. So eine silberne Karte. Oh, ich hab's erwischt. Gut, behalte ich. Gut, sehr gut. Back. Ich komme, wir haben alles erreicht, was wir erreichen wollten. Noch fix in den Loot reingucken. Yeah. Das sind Leder. Boah, ich hab so Lederhosen. Neues Schwert. 88. Kann sein, dass sie dieselben sind. Nein, das hat eine Critical Buff Boost, okay. Ich dachte, ich hätte zweimal dieselbe Waffe gefunden. Yay. Waffen. Bin ja gespannt, was wir kriegen. Gehst du doch bitte hin. Cool. Waffenpack öffnen. Ich hätte gerne das Schwert. Ein Arctic Raccoon Longsword. Die Schwerthülle verändert sich nicht. Das ist ein bisschen schade. Wär's cool gewesen. Halt das hier. Ist vom Schaden her dasselbe, aber der Bonus ist ein bisschen anders. Fairy Woods und Fairy Forest. Jo, why not? Ich hätte mal keinen anderen Dungeon sehen. Aber ich will auch noch dabei haben, wie wir den Twin Sword Master bekommen. Wir gehen mal auf normal rein. Ich weiß nicht, ob wir einen Schwierigkeitsgrad für das Ding brauchen. Jetzt ist der Tag aber meiner Meinung nach schon wieder schwerer zu verstehen. Was jetzt ist? Bleeding Attack sagt sogar natürlich nicht an die Wine Drive. Sagst du die Wine Drive? Ja. Sagt Blood Attack. Loot, Loot, Loot. Also funktioniert auch Probleme, also zum Schlechter als Wort. Machen wir das einfach auch schon mal auf normal fertig.
grandios nicht die Masse erwischt, sondern aber nur einen. Glaube ich. Was wir gerade jetzt auch noch machen können, ist den Weg, in den wir nicht gegangen sind. Das dürfte jetzt böse wehgetan haben. Baumlinie schneiden für irgendwas, keine Ahnung, ohne was. Der Uppercut ist ein bisschen arg unpräzise. Das Sword Upper. Ich hoffe schon drauf, wie die Twin Blades spielen. Das Schöne ist, man hat halt genug Zeit, um rauszufinden, ob es einem gefällt. Man kriegt den Skin mit Level 8. Dass man nur noch 12 Level Zeit sich zu entscheiden, ob man das hauptsächlich spielen will oder einfach nur spielen. Oder irgendwas anderes hauptsächlich. Darkstorm trifft halt Gegner auf dem Boden, das ist cool dran. Kopfstimme auf. Können wir das mal bitte. Spiel, könntest du mir das freundlicherweise erklären, was auf einmal los ist? Wieso ist meine Waffe jetzt schon kaputt? Ich hab's Longsword verkauft, oder? Geil, ne? Hab ich irgendwas mit Dungeon raus? Das muss ich auch noch. Das können wir jetzt noch den ganzen Tag spielen. Ich hoffe, es gibt einen Rebuy und dass ich darauf gescheit drauf komme, oder ansonsten habe ich gerade meine neueste Waffe verkauft. Yay. Mit einer kaputten Waffe kann ich nicht kämpfen. Ganz ehrlich nicht. Das funktioniert einfach nicht. Das ist nicht gut. So, ich hätte gerne meine Waffe wieder. Was hältst du denn davon, Kollege? Kein Wunder, dass die Waffe kaputt ging. Wenn ich so lange damit rumspiele, mit dem Item switchen, wundert mich gar nichts mehr, ganz ehrlich. So, reden wir mal wieder mit einer Katze. Oder eine neue Quest. Das ist jetzt interessant. Very hard. Wir gehen jetzt in Very Hard Fairy Forest. Warum nicht? Ich glaube, ich nur das vierte Mal, dass wir im Fairy Forest sind, aber so ist das Spiel halt. Fairy Forest, Very Hard. Enter. Gut, wir haben immer eine neue Waffe. Jetzt haben wir sie auch mal ausgerüstet und sie ist noch nicht kaputt. Hm? Ein Anfang, oder? Gegner. Das gegen fliegende Gegner ist für mich aktuell noch relativ unnütz. Habe ich so das Gefühl. Hm.
Press X. Sweet Pumpkin Potato. Oh, ich geh oben lang. Warum nicht? Ich glaube, ich sollte wirklich mit der Blood Attack Opening machen. Vielleicht vertausche ich auch Blood Attack und Sport aber absichtlich. Muss ich wirklich sagen, so oft benutze ich die jetzt nicht. Ah, kann ich das gerade on the fly machen? Das war cool. Ja, sehr gut. Und dann habe ich die beiden vertauscht. Das sind nämlich irgendwie meine drei Hauptattacken, das stelle ich schon fest. Ich finde den Sword aber irgendwie nicht so gut. Wie viel soll ich von dem Zeug eigentlich mitnehmen? Blood Attack hat nur ein bisschen Aufladezeit, habe ich so das Gefühl. Das ist so noch ein bisschen das auszuführen. Das war gerade übrigens mit dem Angriff ausweichen. Das war fast schon gut, was geplant gewesen. Ich habe eigentlich alles. Oder? Quest, zock mal an. Fairy Pixie und Fairy Assault. Ah, Fairy Pixie ist der Endboss, glaube ich. Ich mache noch ein paar Zusatzgegner, okay, und vielleicht jetzt sicher das Level auf. Man dauert jetzt nicht so lange, bis wir das gemacht haben. Das gehen wir da mal und da noch wohl noch ein Dungeon. Weil wir haben jetzt von den letzten Dungeon auch very hard, also nehmen wir dann noch wohl eine neue Region und vielleicht einen neuen Dungeon. Da können wir jetzt ja schnell durch irgendeinen Dungeon durch. Hi. Bam! Hopp doch mal in die Masse. Lasst euch ein wenig schön nicht lootieren. Oh, das ist ein Schleuderkollege. Und da haben wir unser Level up. Unser Level up und zerstört die Umgebung. Sehr gut. Jetzt können wir auch die Doppelschwerter lernen. Worauf ich mich jetzt schon am meisten freue.